Tierisch gut. Der Podcast für alle, die Tiere lieben. Von den Machern von Hundewelt, Breeder Special, Our Cats und dem Online-Portal goodforpets.de. Tierisch gut. Ich bin Irene Teubner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist in deinem Lieblingspodcast rund um die Tiere. Heute geht es um Jackie und Daniel, die Schmusekatzen-Family, die aus 12 Katzen besteht, die glücklich mit ihren Parents zusammenleben. Die Familie besteht aus folgenden Katzenmädels, das sind die Luna, die Lilie, die Nia, die Nanami, Moni und Daisy. Die Jungs heißen Icarus, Milo, Jamali, Bagheera, Baloo und Yoshi. Tolle Namen übrigens. Danke. Wenn ich das lese, denke ich sofort an die Legende von König Artus und die 12 Ritter der Tafelrunde. Aber ich vermute mal, dass eure Fellnasen die eigentlichen Könige sind und ihr die Ritter seid und zuständig für deren Bedürfnisse. Ist das so? Ja, definitiv. Ne? Also das ist eine Lebensaufgabe geworden für uns mit den Tieren. Wir sagen immer, mein Mann sagt immer, wir sind eine Fußballmannschaft plus Ersatzspieler. Muss man dazu sagen, das hat sich im Laufe der Zeit einfach so ergeben mit den Tieren. Und ja, wir haben ja auch seit 2021 den Hund, weil mein Mann immer wieder beteuert hatte, dass wir unbedingt einen Hund benötigen, noch der die ganze Rasselbande hier irgendwie auf Zack hält. Und ja, es ist eine Lebensaufgabe wirklich. Schafft er das denn, die Rasselbande in Schach zu halten? Ja, die hält ihn wohl eher im Zaum. Genauso wie euch wahrscheinlich. Ja, es geht. Also wir haben, ja, mein Mann hat immer, er wollte immer den Aussie haben und dann hatten wir uns eigentlich doch umentschieden und haben wir uns doch einen Aussie geholt und alle so, seid ihr wahnsinnig. Aber wir haben den entspanntesten und ruhigsten und faulsten Aussie auf der ganzen Welt zu Hause. Also der hat sich dem Niveau der Katzen mit angepasst. Also passt sich den Katzen an den ganzen Tag am besten schlafen. Ah, also, das ist so sein Lieblings. Also sehr gechillt. Ja, sehr gechillt. Okay, erzählt doch mal ein bisschen was von euch. Wie ist euer Alltag mit 48 Pfoten? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr? Wer seid ihr? Und wie seid ihr zu der stattlichen Tafelrunde von 6 Mädels und 6 Jungs gekommen? Ja, wir haben uns tatsächlich jetzt, wir sind jetzt Ende April 20 Jahre zusammen. Ja, 5 Jahre davon verheiratet. Kennengelernt haben wir uns noch ganz, ganz klassisch. In der Kneipe. Ja, in der Kneipe. Okay. Genau, das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr, so wie ich das mitbekomme. Egal, wo man in der Kneipe kennengelernt. Nee, in der Kneipe beim Dartspielen und über Freunde halt. Und ja, ich bin 38 Jahre jung. Daniel ist... Ich bin zu alt, ich bin schon 42. Er ist 42, ja. Und wir sind relativ schnell zusammengekommen, sind dann zusammengezogen. Vier Monaten. Und wir sind, lass mich nicht lügen, ich habe 2 Katzen mit in die Beziehung gebracht, unsere Lucky und den Sammy, die leider nicht mehr da sind. Ja. Dann haben wir uns den Yoshi dazu geholt. Den Tyson. Der Tidy kam dann dazu. Das war eine kleine Straßenkatze, die wir aufgenommen haben. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben. Irgendwann so ergeben halt, dass wir dann auf einmal auch Junge hatten, was ich heute nicht mehr machen würde, weil es einfach zu viele Katzen auf der Welt gibt. Und die haben wir überfüllt, gerade durch Corona-Zeiten, ganz furchtbar. Das stimmt. Ja. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Dann kam ein Tier zum anderen quasi. Man wurde gefragt, hier, guck mal da, die haben da einen Wurf und die kriegen die Tiere nicht los. Und so sind dann Katzen zu uns gekommen. Wir haben natürlich auch Wunschtiere, ganz klar, wie Milo beispielsweise. Milo ist ja amerikanische Stammrasse. Milo ist unser großer Red Silver Kater. Das war ein Wunschtier gewesen von mir immer. Ich wollte immer so einen großen, stämmigen Maine Coon haben. Auch jeder Respekt vor dem. Selbst unser Hermesbote hat damals Angst gehabt. Ja, es ist, die können wirklich Respekt einflößen. Ich sage einfach mal unseren Hörern, damit die sich was vorstellen können. Ihr habt hauptsächlich Maine Coon Katzen. Die sind ja auch bekannt als die Gentle Giants. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die zwar sehr gentleman-like sein können, dass das aber auch ziemliche Zicken sein können. Oder einfach so Prinzesschen nach dem Motto, ich bin da, geh mir aus dem Weg, knie nieder.
Könnt ihr das bestätigen? Ja, das können wir bestätigen. Ja, das okay. Das also, ich kann zwei Beispiele nennen. Wen denn? Den Milo definitiv. Ja. Wenn er da liegt, dann liegt er auch. Und wenn ich sage, er soll weggehen, da rührt er sich gar keinen Meter. Und die größte Zicke hier ist von der Frau der Liebling, der Ikarus. Der mag mich überhaupt. Wie kannst du nur so über meinen Kater sprechen? Er hat aber leider recht. Ja, ich weiß, das ist so. Das ist, die suchen sich ihre Menschen aus und der andere darf das Futter geben und damit ist das Thema erledigt. So ist es, ja. Die beiden sind schon was Besonderes für mich, ja, ja. Aber es hat sich im Laufe der Jahre einfach so rausgestellt oder auch eben Yoshi. Yoshi ist ja unser europäisch kurzer Kater, unser einziger, den wir hier haben. Mhm. Den haben wir auch von der Tierhilfe, weil der in der Tötungsstation in Spanien war und dann haben wir den da rausgeholt quasi, weil den keiner haben wollte, weil der nur ein Auge hatte und das ist ja ein riesengroßes Problem dann auch in Spanien. Und dann haben wir 2019 haben wir den dann auf Malaga einfliegen lassen, ja. Ziemlicher Aufwand, aber ich finde es toll, dass ihr dem Tier auch ein Zuhause gebt und ich weiß ja, das ist, glaube ich, der kleine schwarz-weiße Kater, oder? Ja, Elsa. Ja, wir kannten es ja auch durch den Sammy, weil der Sammy aber auch nur ein Auge hatte. Mhm. Und wir wussten halt, dass die Tiere damit eigentlich gar kein Problem haben. Das stimmt. Ich glaube, das vergessen die meisten Leute. Und gerade bei Katzen, die haben ja noch wesentlich mehr Sinne, mit denen sie arbeiten, Schnurrhaare, Pfoten und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich toll, dass ihr da ein schönes Zuhause gebt. Also jetzt sind wir im Prinzip, wissen wir jetzt schon, wie ihr zu den Katzen gekommen seid. Die sind nicht alle gleichzeitig eingezogen. Wie sind eure Miezen denn charakterlich? Gibt es da Ähnlichkeiten oder Unterschiede? Man kann das so ein bisschen einkategorisieren. Ich glaube, die Jungen sind anhänglicher von der Art und Weise her, schmusiger. Milo ist so ein bisschen mit der Chef im Ring. Der ist sehr bestimmend, der ist aufdringlich, aber der ist auch sehr liebenswert und ist hier so, der passt auf die anderen halt auf, wenn irgendwas ist. Ne? Mhm. Balu ist eher so die Quatschstole, der rennt ja hier rum immer und erzählt immer ganz viel. Bagheera ist auch so, Bagheera ist sehr neugierig. Will viel raus. Wir haben ja den gesicherten Garten halt, wo sie raus können, wo 100 Quadratmeter nochmal für die sind. Super. Der erzählt auch sehr viel. Jamali ist auch sehr, sehr anhänglich. Der ist total verschmust. Das ist ja unser weißer Kater. Mhm. Der ist wirklich, also wenn ich ins Bett gehe, ist er mit im Bett. Er bleibt auch den ganzen Abend mit im Bett liegen. Er liegt dann zwischen den Kopfstücken bei uns immer. Also der ist wirklich total auf Kuschelkurs. Ikarus ist Mama-Kind. Also Ikarus ist die ganze Zeit bei mir. Egal, wo ich bin, das ist mein Schatten. Und ich glaube, seit letztem Jahr, seit diesen ganzen OPs, die er hatte und diesen Krankheitsverläufen, ist das noch ein bisschen inniger geworden. Yoshi ist da überall, wo Menschen sind. Der ist einfach nur dankbar und auch wirklich, das ist der liebste, kleinste Kater, wirklich, muss ich sagen, ever. Also der würde nie jemandem was tun und ne, ein kleiner Klauräuber. Ja. Das kommt von der Straße, das ist schon besser geworden. Ne? Ja. Die Mädels sind alle so ein bisschen zurückhaltender ein bisschen. Mhm. Die sind da, die holen sich ihre Kuscheleinheiten auch. Die älteste von unseren Tieren ist ja unsere Luna. Das ist, wie gesagt, unser kleiner, sag ich mal, Unfall ja gewesen damals. Die ist immer noch bei uns. Also die ist bei uns geboren und hat jetzt schon ihre 18 Jahre halt jetzt bald. Ist taub, ist auch schon sehr, sehr schlecht in der Sicht, aber auch nie. Sie setzt sich hier im Wohnzimmer, fängt an rumzuschreien, weil sie auch ein bisschen dement ist, möchte dann gerne spielen oder möchte gerne ihre Leckerchen haben. Und wie gesagt, die Mädels an sich, wirklich, die sind eher so, wir kommen, wenn wir wollen, aber wir müssen jetzt nicht den ganzen Tag mit euch verbringen. Wir haben hier genug Luxusgüter, ihr eigenes Zimmer im Keller unten, wo sie dann Kopfbäume haben. Und ja, Daisy, das ist ja unsere britische Langhaar auch noch, also auch die so ein bisschen auf der Art schlägt. Die ist auch, sage ich mal, sehr viel bei uns kuscheln und die kann überall schlafen. Die kann im Keller schlafen, auf dem Dachboden schlafen. Sobald mein Mann den Pudding aus dem Kühlschrank holt und sich ganz leise hinsetzt und das Teil aufmacht, sitzt sie sofort neben dem. Okay, geht euch das auch so? Ihr könnt die tollsten Katzenbettchen kaufen, der größte Luxus, aber am liebsten schlafen sie im Altpapierkarton? Ja,
Auf jeden Fall. Kartons sind hier. Kartons dürfen, also wenn wir was auspacken oder wenn wir irgendwie was bestellt haben, ja, okay, ihr könnt die Klamotten haben. Ja, die Sachen sind vielleicht für uns, aber danke, wir möchten jetzt erstmal den Karton. Aber das ist nicht nur bei den Katzen so, kann ich genau sagen. Der Hund ist genauso. Der hat die tollsten Bettchen, irgendwo liegt das, auch für Fliesen vor der Tür. Ja, das ist irgendwie immer wieder verwunderlich. Wie verstehen die sich denn untereinander? Gibt es da sowas wie eine Gruppenbildung oder sind da unzertrennliche Paare dabei oder welche, die sich überhaupt nicht verstehen? Also unzertrennliche Paare sind definitiv die Cheyenne Moon und die Lilly. Mhm. Die beiden, die hängen eigentlich mit dem, ja, auf gut Deutsch, Kopf und Arsch zusammen. Die sind die ganze Zeit, die teilen sich einen Liegeplatz. Die sind immer zusammen, aber schon von klein auf. Von klein auf, wirklich. Also da bin ich, oder möchte ich mir gar nicht vorstellen, was man ist, wenn einer von den beiden nicht mehr da ist, wie die andere damit zu kämpfen. Ja, also wahrscheinlich. Immer zusammen. Ja. Oder auch Milo und Jamali. Milo und Jamali, das ist so ein Duo noch, sage ich mal. Nia ist gerne dann dabei. Also Nia liebt Jamali und Milo auch. Wirklich abgöttisch. Die verstehen sich alle recht gut. Lilly ist manchmal so ein bisschen die Zicke bei uns, die dann irgendwie Jamali oder Bagheera anknurrt. Aber ansonsten, das ist wirklich eine Familie. Das ist halt, man streitet sich, man verstricht sich aber auch und 5 Minuten später liegt man auch wieder zusammen. Und ja, man merkt einfach, dass die untereinander sich nicht egal sind, ne? Ja, wie macht ihr das? Wie sorgt ihr denn, ich sag jetzt mal, für den Frieden im Palast? Wenn ihr merkt, dass die vielleicht anfangen, sich anzuzicken, lenkt ihr die ab mit irgendwelchen Spielen oder ähnliches? Wie sorgt ihr für den Frieden? Wir gucken, dass sie ausgelastet sind, dass sie raus können, dass wir spielen zusammen. Natürlich auch, dass jeder so wirklich seine Bedürfnisse auch gestillt bekommt. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie anfangen, sich anzuzicken, werde ich jetzt den Teufel tun und mich da einmischen, gerade auch bei den Jungs, wenn da irgendwas ist. Die sollen das unter sich ausmachen, weil nicht, dass sie hinterher denken, dass wir irgendeinen bevorzugen oder so. Die zanken sich dann einmal, das gibt einmal was auf die Nase und dann ist gut. Ne? Also wenn es unfair werden würde, würde ich eingreifen, aber ansonsten lasse ich das, sage ich mal, diese kleinen Machtgefechte da untereinander, lasse ich es ein bisschen auch machen, weil das ist einfach so, die müssen sich so ein bisschen untereinander auch manchmal dann auch mal zeigen, pass auf, ich bin immer noch der Ältere, ich bitte hab ein bisschen Respekt vor mir. Also im Prinzip wie die Diskussion bei den Menschen. Ja. Also das lassen wir auch dann so laufen. Wie gesagt, außer es wird irgendwie unfair und da sind 2 auf 1 oder so, dann gucken wir schon, dass wir die auseinandernehmen, dass wir dann, wie gesagt, ein bisschen Spiele dann veranstalten dann oder vielleicht in den Garten rausgehen, wenn das Wetter cool ist, dass sie einfach ein bisschen Luft kriegen. Und die sitzen meistens dann auch schon immer zusammen und kuscheln dann hinterher wieder. Also dann ist das ist ganz schnell vergessen, da ist keiner nachtragend. Ja, habt ihr einen Trick, wie ihr wirklich jeder Katze gerecht werden könnt? Also ich sage jetzt mal Schmuseeinheiten, Fellpflege ist bei den Kunis ja auch nicht zu verachten. Ist auch nicht das Einfachste mit der Fellpflege, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben da so 2 Experten dabei, da macht das wirklich keinen Spaß, die zu bürsten. Also das ist dann wirklich schon eine richtige Herausforderung. Man hat so ein gepflegt, sag ich mal, so ein Tagesalter, so einen Rhythmus entwickelt, einfach auch, man weiß, wer wann so seine Zeiten hat und dann auch kommt. Ich bin ja nur 3-mal die Woche arbeiten. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bin ich den ganzen Tag nicht da, aber dafür habe ich halt ein super langes Wochenende von Freitags bis Montag, wo ich dann wirklich auch alles mitmanage und so. Und wie gesagt, dadurch, dass sie einfach viele Spielmöglichkeiten haben, auch ihr eigenes Zimmer noch haben, sind die 3 Tage wirklich dann auch für sich dann so ein bisschen ausgelastet. Die wissen das einfach. Aber ansonsten, glaube ich, fängt der Tagesrhythmus bei uns um 5 Uhr täglich an, ob Samstag oder Sonntag. Egal. Dann wird gefüttert, es wird dann hinterher nach dem Füttern noch gekuschelt. Balu und Ikarus müssen separat gefüttert werden. Balu nimmt meistens mit ins Schlafzimmer und Ikarus geht dann in das andere Zimmer, in unser Lesezimmer oben, weil die Spezialfutter bekommen. Das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt, ob einige eurer Miezen wirklich spezielle Bedürfnisse haben, weil ich habe rausgehört, dass die ja sehr unterschiedlichen Alters sind, gerade die Älteren. Da ist das natürlich nicht schön, wenn die von den Jüngeren dann das Spezialfutter weggefressen bekommen. Nee, deswegen müssen wir die ja wirklich reparieren. Mhm. Und der Balu, der ist ja auch wirklich mittlerweile so, der braucht jemanden dabei, damit er überhaupt frisst. Weil wenn sie den, oder wenn du den alleine lässt, ist es schwierig, dass der dann wirklich seine komplette Portion
frisst, die er eigentlich muss. Also der braucht immer jemanden, der bei ihm ist. Und Ikarus halt wegen dem Spezialfutter, der darf eigentlich überhaupt nichts anderes. Und deswegen muss man da wirklich höllisch aufpassen. Ja, aber ich sag mal, so viele Katzen bedeutet ja auch einen riesen Posten an Tierarzt und Futterkosten. Ist auch nicht einfach. Wie macht ihr das? Arbeitet ihr mit Tierkrankenversicherungen oder das ist gerade die Tierarztkosten sind ja exorbitant angestiegen. Da mag man ja überhaupt nicht dran denken, dass irgendeinem Tier irgendwas passiert. Da darf meine Frau mal was zu sagen, gerade den Ikarus. Ja, die sind alle tatsächlich krankenversichert. Wir haben die alle für Kranken versichern lassen, was aber natürlich jetzt auch schwierig ist, weil durch diese ganzen Umstellungen der GOT jetzt im November letzten Jahres, da geht man eigentlich einmal zum Tierarzt und man hat quasi alles aufgebraucht. Also wir sind da auch noch in der Findung jetzt, ob wir die Versicherung nochmal wechseln. Aber prinzipiell ist es wirklich so, die sind alle krankenversichert, vollversichert. Wir haben das ja letztes Jahr in Ikarus gesehen. Der ist ja so schwer krank mit dem Darm. Der musste letztes Jahr dreimal operiert werden. Es stand zweimal auf der Kippe, ob er das überhaupt schafft. Die letzte OP war jetzt im November. Mhm. Und ich glaube, wir sind fast bei fast 20.000 Euro insgesamt mit. 16.000 bis 17.000 Euro quasi, die wir auch teilweise auch ein bisschen selber bezahlen mussten. Mhm. Weil die Versicherung einfach sagte, ne, das geht nicht mehr, das zahlen wir nicht mehr. Und da jetzt einen großen Bahu mit der Rechtsschutz zu machen, hat keinen Sinn gehabt. Also man sollte sich wirklich überlegen, wenn man sich ein Tier kauft, dieses Tier ist mindestens 15 Jahre bei einem, braucht auch medizinische Zuwendung. Davon haben wir viele Katzen da zu Hause, jetzt gerade auch die älteren Tiere. Auch, wie gesagt, es trifft die Jüngeren auch. Aber ich kann da wirklich nur an die Leute immer appellieren, überlegt euch das. Es ist kein Spielzeug, es ist ein Lebewesen und wie gesagt, es sind bei uns alles Familienmitglieder. Und wie gesagt, sobald hier irgendwas ist, bin ich die Erste, die beim Tierarzt ist. Sobald einer falsch guckt oder hustet, bin ich da und dann wird auch alles nachgeguckt, was das angeht. Du hast jetzt im Prinzip meine letzte Frage vorweggenommen. Ich wollte euch nämlich fragen, was ist euer Rat für Menschen mit einem Mehrkatzenhaushalt? Aber du sagst ja schon, die Überlegung, überhaupt ein Tier zu nehmen, wie lange habe ich das Tier, Tierschutzversicherung abschließen. Und aus dem Gespräch ist für mich hervorgegangen, für Abwechslung sorgen. Bei euch kommt wahrscheinlich noch dieser tolle Faktor dazu, dass ihr ein Außengehege habt, was die Luft rausnehmen kann. Ist sonst noch was, was ihr gerne abschließend sagen würdet, ein Rat für Menschen mit einem Mehrkatzenhaushalt? Ja, ich würde halt einfach auch dazu sagen, die Leute, die sollen die vielen Katzen holen, müssen auch wissen, was das für Verantwortung bedeutet und was sie halt, worauf sie verzichten müssen im Leben. Ne? Weil, mal ganz ehrlich, so mit Urlaub oder so, das ist sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn man kranke Tiere hat. Und das sind halt alles so Dinge, die man sich wirklich vorher überlegen sollte. Bin ich überhaupt bereit dazu? Also, ja. Es sind schon einige Dinge, auf die man verzichtet. Ja. Ja, aber ich glaube, die Tiere geben einem wahnsinnig viel. Es gibt eigentlich doch nichts Schöneres, als wenn die Mieze abends beim Fernsehen auf den Beinen liegt oder sich rankuschelt oder wie auch immer oder ein dankbares Schnurren. Finde ich persönlich super klasse. Es gibt nichts Beruhigenderes. Das wäre jetzt das, was ich sagen würde. Ja, es ist die Liebe zu den Tieren halt. Ne? Unser Massimo ist jetzt nicht mehr da. Der hatte aber schwer Diabetes und wir haben diese 8 Jahre, wo wir ihn gepflegt haben, täglich morgens und abends Blutzucker gemessen und auch gespritzt. Und es war nichts mit abends, einfach mal so weggehen abends oder so. Wenn dann hätten wir eine Sitterin kommen lassen, wir hatten jemanden, dadurch, dass wir eben jetzt auch, wir haben ja Heilpraktiker, Osteopathen für die Tiere, wir haben Physiotherapeuten für die Tiere. Wir haben ja alles da und wie gesagt, da war auch jemand, der sich um die Tiere gekümmert hat, wenn wir mal abends 2-3 Stunden weg wollten. Also ich bin da auch ganz bei dir. Wie gesagt, mir geben die Tiere mehr als jeder Urlaub in meinem Leben und ich würde jedes Tier, was vielleicht jetzt auch nicht mehr bei uns ist, immer wiederholen und immer wieder so machen. Und trotzdem sollten die Leute sich auch darüber Gedanken machen. Ja. Ja, ich höre es gerade. Aber letztendlich ist eigentlich Vorbereitung, gerade für solche Fälle, dass man auch selbst mal krank wird, dass man jemanden hat, der sich um die Tiere kümmern kann, eigentlich das A und O. Ja, definitiv. Man muss eine Rückhand haben. Man muss jemanden haben, der sich mitkümmert. Wie gesagt, wir sind jetzt natürlich zum Glück zu zweit, ne? Und wir stehen auch beide hinter den Tieren.
wäre jetzt schwierig, wenn ich mir jetzt die Tiere nur angeschafft hätte und mein Mann da jetzt gesagt hätte, ja, nee, bin ich jetzt eigentlich nicht so für. Also wir leben beide für die Tiere in dem Moment. Wir würden alles machen für sie. Ich finde einfach, man hat jetzt auch in der Corona-Zeit eigentlich, war es ja schon eine Herausforderung, wenn man wirklich Corona hatte. Gott sei Dank ist es bei uns nie so passiert. Aber wenn ich überlege, man hätte zum Tierarzt gemusst, man hätte ja selber gar nicht fahren dürfen. Und das sind ja immer so Dinge, wo man sich dann hätte auch bemühen müssen, dass das irgendjemand macht. Oder mit dem Hund rausgehen und so. Das sind halt so Dinge, die können halt wirklich auch mal passieren. Und da sollte man sich wirklich auch drüber Gedanken machen, dass man wirklich jemanden hat, wie du das schon sagst. Absolut. Aber ich finde es schön, wenn die Jackie sagt, es gibt ihr nichts Schöneres als das Gefühl, eben die Tiere bei sich zu haben, dass ihr nichts anders machen würdet. Das finde ich super toll. Und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern gerade noch sagen, man kann euch sehen, man kann eure Miezen alle sehen auf Instagram unter @schmusekatzenfamily. Da habt ihr ganz viele Videos gepostet von euren Tieren, kleine Geschichten. Und also jeder, der euch mal kennenlernen möchte, eure Miezen kennenlernen möchte, Instagram @schmusekatzenfamily. Dann kann ich euch nur für eure Zeit danken, dass ihr ein Stück eures Lebens mit uns geteilt habt und kann euch nur wünschen, bleibt alle gesund. Dankeschön, das wünschen wir dir auch. Vielen Dank. Tierisch gut. Der Podcast für alle, die Tiere lieben.